Seid gegrüßt und willkommen. Ich bin also heute richtig gut drauf. Bin hier im südlichen Bayern unterwegs. In der Entfernung kann man schon die Alpen sehen. Dazu noch schönes Wetter und ich bin richtig gut in der Zeit. Ich fahre nämlich schon zum letzten der 7 Kunden. Ich habe gestern nämlich 6 davon geschafft. Überraschenderweise. Also 5 waren so mein Ziel gewesen. Das habe ich als relativ realistisch eingeschätzt. Die kannte ich auch alle. War ja alles im Raum München. Also angefangen Fürstenfeldbruck, dann Germering, dann 3 direkt im Zentrum und dann wäre ich eigentlich an dem in Unterhaching vorbeigefahren, auf dem Weg zu meinem Parkplatz, wollte dann drehen und wäre dann heute theoretisch nochmal so 10 Minuten rangefahren und das hätte für mich auch gepasst. Habe ich schon das ein oder andere Mal genauso gemacht. Das bietet sich immer an. Und habe aber gestern gesehen, dass ich an sich noch gut in der Zeit bin und ich könnte den noch schaffen. Also ich wäre so 14.30 Uhr da und bis 15 Uhr haben die Warenannahme. Da habe ich es mal probiert und ja, der Plan ging voll auf. Konnte sofort reinfahren. Die haben mich dann diesmal nur von einer Seite entladen. Also die sind da ganz gut rangekommen an die Ware. Und das war also richtig, richtig gut. Dann bin ich noch bis zum Parkplatz gefahren. Also konnte sogar noch einen Parkplatz weiter auf der A8 in der Nähe von Holzkirchen mich hinstellen. Und ja, da bin ich heute früh um 8 Uhr aufgewacht. Also ich habe richtig lange Pause gemacht. Habe ich mir auch verdient. Ich musste ja nicht früher aufstehen. Und da fahre ich jetzt noch bis nach Penzberg. Und die bekommen noch 2-Euro-Paletten mit ein paar Leimholzplatten und 2 Bündel mit Profilholz. Also sind wirklich bloß die Reste, ich weiß nicht, was werden das sein. Eine Tonne, 1,5 maximal, wenn überhaupt. Also was da wirklich was wiegt, ist die eine Leimholzpalette oder die Palette mit den Leimholzplatten. Die wird alleine schon eine halbe Tonne wiegen, aber der Rest, naja. Und wenn ich das dann abgeladen habe, muss ich erstmal noch anrufen und mal nachfragen, wie es dann weitergeht. Dass ich mir eine längere Pause verdient habe, das meinte ich in dem Sinne auch wirklich ernst. Das war auch noch nicht mal als Scherz gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber es gibt ja die ein oder andere Tour, wo man sich als Fahrer ja so die Zeiten selber gestalten kann. Natürlich alles in einem gewissen Rahmen. Und ja, ich mache das halt auch öfters mal so, wenn ich am Vortag eine ganze Menge geschafft habe, dass ich es mir dann auch einfach einräume, länger Pause zu machen, auch teilweise weit über das, was die gesetzliche Mindestdauer betrifft von 11 Stunden. Also es gibt natürlich noch die verkürzte auf 9 Stunden, aber in der Regel ist vorgesehen, dass man 11 Stunden Pause macht und es kommt manchmal vor, dass ich auch mal 15 oder 16 Stunden stehe. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich es verdient habe und dass ich auch mitunter nicht eher aufstehen muss. Und gestern, beziehungsweise halt die Nacht zum Dienstag, war dann wieder so eine Möglichkeit und so ein Beispiel. Ich bin also gestern mitten in der Nacht 1 Uhr aufgestanden, Richtung München gefahren und habe dann eben 6 Kunden geschafft. Und auch wenn ich dann schon 15.30 Uhr, also schon, ich würde sagen endlich, nach über 14 Stunden Pause gemacht habe, Feierabend hatte, dann hätte ich natürlich auch deutlich eher schon aufstehen können. Also ich hätte natürlich auch schon 8 Uhr jetzt in Penzberg sein können. Aber ich habe einen Kunden mehr geschafft, hatte den im Nacken und statt eben 8 Uhr jetzt bei dem auf der Matte zu stehen und vielleicht, davon muss man ja immer so grob ausgehen, bis 9 Uhr auszuladen,
dachte ich mir, stehe ich halt erst 8 Uhr auf dem Parkplatz, fahre nach Penzberg. Und wenn ich dann so kurz nach 9 schon einen Kunden weiter bin, dann bin ich ja insgesamt trotzdem noch besser in der Zeit und habe immer noch den Bonus vom Vortag. Und von daher kann man da auch mal guten Gewissens länger schlafen. Zufahrt zum Markt gesperrt war, also sie haben da gerade die Straße gebaut, musste ich ein bisschen durch Penzberg fahren, kleine Umleitung von vielleicht 5 Minuten, also alles halb so wild, und deswegen konnte ich auch nicht in die eigentliche Warenannahme reinfahren, weil die liegt halt in dem Bereich, wo gerade die Straße gebaut wird und eben gesperrt ist. Deswegen haben sie mich draußen auf dem Parkplatz abgeladen. Der war aber auch groß genug. Also das war nochmal ein Parkplatz neben dem Parkplatz von Hagebau selber. Der war noch größer. Deswegen ging es noch besser. Aber hat dennoch ein bisschen länger gedauert, weil der Staplerfahrer Anfänger war. Das hat man auch deutlich gesehen und gemerkt. Aber ich habe mich damit dazugestellt und habe ihm dann so den ein oder anderen Tipp gegeben, wie er es sich ein bisschen leichter machen kann. Und dann war das auch kein Problem. So, ich war eben in Oettingen, bin gute 3 Stunden bis dahin gefahren. Das Navi wollte mich erst über München schicken, dass ich so einen Haken schlage. Es wollte nämlich, dass ich die Autobahn fahre. Aber das habe ich nicht eingesehen, also ich fahre nicht freiwillig noch mal durch München durch, wenn es nicht zwingend erforderlich ist. Dort war auch wieder gut Verkehr, einige Staus und Verzögerungen, und allgemein hätte sich das auch nicht unbedingt angeboten, genau, wegen dem Bogen, den ich fahre. So, und da habe ich mir einfach eine Route so gelegt, quer über Bundesstraße nach Landsberg. Und von Landsberg aus über die B2 fährt man ja fast gerade nach Norden an Augsburg vorbei bis nach Oettingen. Dann war ich erst im Werk, habe dort den Auflieger, den leeren, mit den Tauschpaletten abgestellt. Habe noch vom Vorlader den Palettenschein geholt, dass ich die auch wirklich mit hatte. Und dann bin ich auf den anderen Parkplatz gefahren, also solo, ohne Auflieger, und habe mir jetzt den bereits beladenen abgeholt. War auch schon gegurtet. Ich musste nur aufsatteln, hinten noch ein bisschen aufräumen. Da lagen wieder ein paar Sachen so kreuz und quer. Habe dann meine Sachen hinten draufgepackt, also Spannbrett und meine Leiter. Wobei halt, ich musste meine Leiter gar nicht draufpacken, denn ich hatte lange Zeit mal immer 2 Leitern. Eine, die war noch am LKW, die gehört eigentlich dazu. Aber ich hatte auch immer noch eine zweite, die ich so immer von Auflieger zu Auflieger halt hin und her getragen habe. Und das weiß ich deshalb, dass es meine wieder ist, weil da war nämlich eine Sprosse, das ist so eine Aluleiter, die war nämlich verbogen. Das war die unterste Sprosse. Und wo ich es gerade gesehen habe, dass da so ein übelster Kniff da drin war, also eine Delle, ja. Da habe ich gesehen, das ist meine ehemalige, die ich jetzt lange Zeit nicht mehr hatte, weil die irgendwann mal ein Vertretungsfahrer einfach hat liegen lassen. So. War es nicht weiter schlimm ist, weil ich hatte ja noch die im LKW. Und jetzt habe ich sie auf Umwegen wiederbekommen. So, Papiere liegen auch hier vorne. Aufleger ist gerammelte voll, es sind noch viele kleine Päckchen und so mit Zubehör, mit eigener Beschriftung noch da hinten drauf.
muss ich morgen aufpassen, dass ich überall richtig abgebe, aber ja, wie gesagt, die sind alle einzeln beschriftet, also da sollte alles seinen richtigen Besitzern übergeben werden können. Und dann habe ich morgen 3 Kunden, 2, die ich bereits kenne, wo ich auch schon ein paar Mal gewesen bin. Ich glaube sogar, dass ich die Tour bisher, die ich jetzt fahre, ab Oettingen, ja, am meisten bekommen habe. Also die bin ich wirklich schon öfters gefahren. Und dann ist noch ein 3. Kunde dabei. Und das zeige ich morgen. Wird für mich von denen nur eine kleine Premiere, wirklich eine winzig kleine. Aber das hatte ich so bisher noch nicht. Ja, von der Fahrzeit her reicht es heute, dass ich, ja, je nachdem, wie es mit dem Stau aussieht und wie ich vorankomme, theoretisch sogar bis zum Kunden fahren könnte. Wenn nicht, auch nicht schlimm, aber auf jeden Fall sollte ich es bis Kaiserslautern schaffen. Also das ist so das Mindeste. 18.21 Uhr, ich habe Feierabend und ich habe mir gerade mal den ersten Kunden von morgen angeschaut. Ich dachte, da war ich schon mal, habe den aber verwechselt mit einem anderen, aber trotzdem war ich bei dem schon mal. So, und ich kann mich sogar an den noch erinnern, weil ich gucke es mir gerade auf Google Maps an. Bei dem habe ich mich mal verewigt, oder halt, der Kunde hat sich bei meinem LKW verewigt. Die haben nämlich 2 Hofeinfahrten und ich bin damals in die 2. reingefahren. Und die haben hinten so einen Wendehammer und der Wendehammer, beziehungsweise die Hofeinfahrt, da ist so eine übelste Wulst, so ein übelster Huckel. Und da bin ich gerade in den Hof reingefahren und damals hatte ich ja noch den LKW mit dieser tief hängenden Stoßstange. Ja, und da hat es schön gemacht. Wo ich einfach nur langsam gerade drauf zugefahren bin, weil das, der hat sich die ganze Karre so verwunden und gebogen, dass ich halt wirklich links unten da einfach mal ein bisschen was mitgenommen habe vom Asphalt. Kann mir natürlich mit der Printe hier nicht passieren. Apropos Printe, ich habe vor uns einen Fahrer getroffen in Oettingen. Der ist mit dem neuen Scania extremst unzufrieden, was ich in seiner Lage auch verstehen kann. Allgemein haben wohl viele bei uns mittlerweile das Problem, dass die ganz neuen Scanias, ne, diese Superteile, dass die, ja, Fehler am laufenden Band sammeln. Also ich habe in Bremen damals ihn noch getroffen, der meinte, bei ihm fällt regelmäßig die Servolenkung aus während des Rangierens. Das ist natürlich richtig scheiße. Und der Kollege meinte gerade, der hat nur Probleme. Also bei ihm muss es schon ganz am Anfang losgegangen sein. Ich hatte ja die Panne und das war bisher der einzige Fehler, das einzige Problem. Mal im Tunnel, das waren mit, boah, Alter, wie weit war ich denn da? Ich bin jetzt bei 45.000, vielleicht mit 35.000 Kilometern. Davor war nie ein Problem. Und er meinte, nach 200 Kilometern hat die Karre schon versagt. Da kam schon die erste Fehlermeldung, der hat Getriebeprobleme, der hat Motorenprobleme. Er muss wohl auch erst vor einiger Zeit in der Schweiz stehen geblieben sein für den ganzen Tag Ausfall, weil die Karre rumspinnt. Ja, das ist natürlich richtig scheiße, ne? Muss ich auch zu ihm meinen, ne? Wenn du so eine Karre fährst, und das hat er auch bestätigt, da weißt du nie, wann der LKW als nächstes versagt. Und so will man normalerweise nicht rumfahren. Das ist ein richtig beschissenes Gefühl. Ne, nur darauf zu hoffen, oder das heißt darauf zu hoffen, dass der LKW geht, aber darauf zu warten, was als nächstes kaputt geht. So eine Scheiße. Also der hat keinen Bock mehr drauf. Die ersten beiden Kunden liefen heute richtig gut. Bei beiden angekommen, abgeladen, weiter geht's. Also die haben nicht viel Zeit verschwendet, ganz im Gegenteil. Ich bin auch wirklich sehr gut in der Zeit und ja, so in circa 20 Minuten bin ich dann auch beim letzten und dritten Kunden. Und das ist jetzt so diese, ja, für mich wirklich winzige Premiere. Ich fahre nämlich mal nach Luxemburg und das wird dann soweit das erste Mal sein, dass ich mit dem LKW die Grenze überquere. Bisher waren ja all meine Kunden
in Deutschland gewesen. Auch wenn mein Handy da anderer Meinung ist. Also ich habe schon so gut wie jede Grenze angeblich übertreten, habe da regelmäßig schon Nachrichten bekommen, ne, wo halt die Telekom meinte, ja, willkommen in Österreich oder willkommen in der Schweiz, willkommen in Dänemark, ne, wo ich zwar nah an der Grenze, aber eben nicht drüber war. Ja, und das heute ist auch überhaupt nicht der Rede wert. Also der Kunde in Luxemburg, der ist, ja, was wird denn das sein, 5 Kilometer hinter der Grenze. Ich werde ein bisschen die Autobahn abfahren und dann direkt die erste Abfahrt, wenn ich es richtig gesehen habe. Da ist dann schon das Gewerbegebiet, wo auch der Kunde liegt, und dann war es das schon. Ja, also das ist jetzt nicht die Welt. Und dann habe ich vorhin noch meinem Disponenten angerufen, damit er mir für, ja, Luxemburg eine Euro-Vignette besorgt, damit ich, was die Maut betrifft, fein raus bin. Das, was ihr gesehen habt, war dann wirklich alles, was ich in Luxemburg gefahren bin. Und das Erste, was ich dann nach dem Grenzübertritt wieder gemacht habe, das ist ja mittlerweile so vorgeschrieben, war, dass ich auf den erstbesten Parkplatz gefahren bin. Da muss man nochmal anhalten und dann am digitalen Tachografen eingeben, dass man sich jetzt wieder in einem anderen Land befindet, und erst danach darf man dann offiziell weiterfahren. Und dann bin ich nach Homburg zu Schaeffler. Da habe ich vielleicht, na, was wird das gewesen sein, so eine halbe Stunde gewartet. Dann wurde ich eine halbe Stunde geladen. Das ging wirklich schnell. Die haben das mit 2 Staplern gemacht. So kleine Paletten mit Paketen drauf. Allerdings darf oder sollte die Verpackung nicht täuschen. Der ganze Mist, auch wenn er sehr klein und flach war, hat dennoch gleich mal 17 Tonnen gewogen. Und damit bin ich dann gestern noch bis nach Ansbach gefahren, zu uns auf den Hof, den wir da haben. So eine kleine, sag ich mal, so ein kleiner Parkplatz. Aber eben auch mit Tankstelle, wo ich nochmal alles voll gemacht habe, was geht. Das habe ich mir einfach angewöhnt. Wenn man schon mal dort ist, dann kann man das auch gleich machen. Und mit WC und Dusche. Und dann wurde mir vom Disponenten verordnet, eine etwas längere Pause zu machen, weil eben noch nicht klar war, wann meine Anschlusstour fertig ist. Also in meinem Fall war sie jetzt gegen 11 Uhr geladen. Hätte aber auch sein können, dass die erst 14 Uhr fertig wird und
deswegen sollte ich erst gegen 8.30 Uhr mich mal mit ihm in Verbindung setzen, mal nachfragen, wie es aussieht. Lustigerweise hat das André da schon wieder vergessen und meinte dann, er muss selber noch mal nachfragen. Er meldet sich dann gleich noch mal und dann hat er mir aber auch kurze Zeit später das Okay gegeben. Ich soll losfahren nach Nürnberg, die Pakete oder die Paletten ausladen und dann direkt nach Erlangen fahren, weil meine Tour dann schon fertig sein wird. Ja, dann war ich ungefähr eine Stunde in Nürnberg. Dann ist mir alles wieder runtergenommen und dann bin ich nach Erlangen gefahren, habe Auflieger gewechselt, ja, und bin dann jetzt auf dem Weg nach Norden, nach Ganzlin. Wahrscheinlich so, ja, was wird denn das noch sein, ca. 6,5 Stunden. Wobei, da werde ich heute nicht den ganzen Weg schaffen. Also ich werde wahrscheinlich morgen noch eine Stunde bis dahin fahren müssen. Ach, das war gerade schon wieder richtig gut. Eben in Ganzlin gewesen, ausgeladen. Und so ca. 10 Minuten nach mir, also ich war noch draußen beim Portolösen, kam dann Frank an. Und in dem Moment kamen dann so ein paar Mitarbeiter von dort raus. Und ich hatte das bloß so ein bisschen mitbekommen, wie der eine sagt, boah ey, die sprechen sich aber auch gut ab. Also natürlich nicht. Weil wenn man das wirklich gut abspricht, dann kommt man so circa eine halbe Stunde voneinander getrennt an. Dann ist der erste fertig. Normalerweise, dann kann der zweite gleich entladen werden. Aber die hatten ja auch genug freie Rappen, so ist es nicht. Und während ich jetzt entladen wurde, habe ich ein bisschen mit Frank noch gesprochen. Er war ja in der Zwischenzeit auch schon an der Rampe rangefahren. Und wo ich jetzt fertig war, war in dem Sinne alles vorbereitet. Dann sind sie mit dem Stapler oder mit der Ameise gleich rüber zu ihm. Er hat ja die Rampe neben mir. Wir haben da gleich weitergemacht. Also hat das schon gepasst. Aber ich weiß, was sie meinen. Ich habe das ja auch mal montags schon mitgemacht, wenn immer 4, 5 LKWs hier hochgeschickt wurden. Da stehen dann gleich mal 3 mit Eimer da. Weil halt ja, zwischen den Fahrern in dem Sinne nicht das kommuniziert wird, wann wer oben ist und man das miteinander so abspricht. Meistens sagt der bloße Disponent, schau mal, dass du bis, ja teilweise bis um 11 oder manchmal bis 13 Uhr, so lange haben die ja Wachannahme, dass du bis dahin oben bist und dann fährt jeder so los, wie er es für richtig hält. Da kommt das schon mal vor. So. Ich habe jetzt eine halbe Stunde entladen, bin sehr gut in der Zeit. Heiligen Grabe, mal schauen, wie es da aussieht. Und Frank weiß noch nicht, ob er auch dort laden soll. Er hat noch keine Anschlusstour gesendet bekommen. Ich habe die ja gestern schon mal meinen Disponenten bekommen. Ja. Oder von unserem. Wir haben ja beide den gleichen. Mal sehen. Vielleicht sehen wir uns ja nachher wieder. Und das Geknusper und Grausch im Hintergrund, das ist der Regen. Das erste Mal seit 2 Wochen wieder, dass ein bisschen was vom Himmel runterkommt. Ist mir auch recht. Weil jetzt ist die Scheibe auch wieder sauber. Davor war die echt mit Insekten gespickt. Tatsächlich kam Frank noch nach Heiligengrabe. Ich war gerade mit Laden fertig, habe mir Papiere draußen geholt. Da habe ich ihn stehen sehen. Aber auch nicht lange. Er hat ungefähr genauso lange gewartet wie ich. Also 5, maximal 10 Minuten. Heute war nicht viel los. Wir waren ja auch recht früh da. Ja, und so gut das alles mit dem Laden, Entladen die Woche geklappt hat, da konnte ich mich im Großen und Ganzen wirklich überhaupt nicht beschweren. Das längste, was ich mal warten musste, war in Hamburg und das waren 30 Minuten. Ansonsten ging das alles schön zügig. Ja, genauso schlecht läuft es im Verkehr. Ist nämlich wieder Stau. Bisher das zweite Mal nach 1,5 Stunden Fahrt. Und ich habe schon gesehen, bei Dessau ist auch wieder irgendwas passiert. Das werde ich mir aber nicht antun. Da fahre ich auf jeden Fall von der Autobahn ab. Und dann gehe ich davon aus, dass auch wieder irgendwas am Schkeuditzer Kreuz sein wird, also bei Leipzig.
war gestern auch wieder was, allerdings in nördliche Richtung. Hat mir gestern fast noch den Abend ruiniert, weil ich da so viel Zeit verloren habe. Ja, ist natürlich ärgerlich. Und ich habe jetzt die Woche ausnahmslos jeden Tag mehrfach im Stau gestanden. Das ist eigentlich selten. Also in der Regel funktioniert das immer. Ich komme ganz gut voran. Aber ja, diesmal ist es eher bescheiden. Naja, wie dem auch sei. Wenn der Rest noch einigermaßen funktioniert, dann sollte ich so bis 14 Uhr zu Hause sein. Ist ja dennoch ein richtig guter Schnitt. Und dann macht's mal gut. Und bis zum nächsten Mal.